aber dass es insgesamt in uns Beschränkungen gibt. Wir können wirklich nicht alles lernen. Man kann uns auch nicht alles beibringen. Und da gibt es ein wunderbares Experiment, mit dem das gezeigt worden ist. Wir müssen natürlich eine gewisse Naturvorgabe haben, aber die muss in einer Kultur umgesetzt werden, um anwendungsfähig zu sein. Und das einfachste Beispiel, es gibt kompliziertere, aber das einfachste Beispiel, an dem man das zeigen kann, ist eine Sache, die wir von Natur aus eigentlich tun sollten, aber trotzdem lernen müssen. Das ist unsere Angst vor Schlangen. Wir wissen alle, wenn wir eine Schlange sind, springen wir weg. Und das tun wir eigentlich, obwohl wir kaum einer begegnen. Aber wenn jetzt eine Gummischlange auf dem Boden plötzlich vor uns liegt, springen wir trotzdem weg. Man hat früher immer gedacht, dass das etwas Fixiertes ist in unserem genetischen Material. Aber das ist nicht so. Wir springen nicht vor Schlangen weg, weil das sozusagen die von den Genen her so erzwungen wird, sondern wir springen vor Schlangen weg, weil wir jemanden gesehen haben, der vor Schlangen weggesprungen ist. Das ist jetzt das, was wir lernen können. Wir sehen eine vernünftige Verhaltensweise und verhalten uns danach. Jetzt ist die Frage, gibt es da eine Grenze dieses Lernens durch dieses vernünftige Sehen? Und das ist in einem wunderbaren Experiment mit Primaten untersucht worden. Bei Affen kann man unterscheiden zwischen solchen, die in einem Gehege aufwachsen, also in Gefangenschaft aufwachsen, und solche, die in der freien Natur aufwachsen. Und bei beiden ist klar, das hat man gezeigt, dass sie zunächst mal keine Angstreaktion vor Schlangen zeigen, aber die Schimpansen in der freien Natur zeigen dann irgendwann doch die Reaktion, dass sie vor Schlangen wegspringen, aber nur, weil sie andere gesehen haben. Jetzt kann man folgendes Experiment machen. Man zeigt den Affen, die in Gefangenschaft aufwachsen, ein Video, auf dem sie einen anderen Affen sehen, der vor einer Schlange wegspringt. Und tatsächlich, beim nächsten Mal, wenn man dann diesen Affen eine Schlange in das Gehege legt, springt er vor dieser Schlange weg, selbst wenn sie nur ein Gummispielzeug ist. Jetzt werden Sie fragen, warum macht man das mit dem Video? Der Trick besteht darin, dass man jetzt das Video manipulieren kann. Man kann jetzt einem Affen, der in Gefangenschaft aufgewachsen ist, dasselbe Video zeigen, nur dass die Schlange durch eine Blume ersetzt worden ist. Jetzt sieht also ein Affe, wie ein anderer Affe vor einer Blume wegspringt. Vorher hat der Affe gesehen, wie ein Affe vor einer Schlange wegspringt, und dann tut er das auch. Jetzt sieht der Affe, wie ein Affe vor einer Blume wegspringt, und die Frage, tut er das auch? Die Antwort ist nein. Und daraus kann man schließen, dass wir von unserem konstitutiven genetischen Material her geschützt werden vor Dummheiten. Wir können nicht alles lernen, wir können auch nicht alle Fehler machen. Wir springen eben nicht vor Blumen weg, obwohl das in dem berühmten Roman Brave New World, Schöne neue Welt von Aldous Huxley, genau suggeriert wird. Da wird ja Kindern beigebracht, Angst vor Blumen zu haben, und im Roman wird so behauptet, das geht. Tatsächlich geht das nicht. Man kann ihnen keine Angst vor Blumen beibringen. Und wir können vor bestimmten Sachen trotz aller Eintrichterung durch die Medien keine Angst bekommen. Und die Sache, vor der wir überhaupt keine Angst bekommen, und das ist genau das, was uns fehlt, die Sache, vor der wir überhaupt keine Angst bekommen, ist die lautlose Katastrophe, die sich vor unseren Augen abspielt. Wenn Sie von hinten auf die Schulter geklopft werden, schrecken Sie zusammen. Von hinten haben wir Angstreaktionen, aber von vorne nicht. Vor ihnen kann gewissermaßen vor allen Dingen eine Katastrophe sich abspielen, vor allen Dingen lautlos, und wir reagieren gar nicht darauf. Die Natur kann vor ihnen zerfallen, die Arten können vor ihnen sterben, die Flüsse können in aller Ruhe vor ihnen vergiftet werden. Es macht uns keine Angst. Was kann man uns nicht beibringen? Wir sind eben auf solche Situationen nicht vorbereitet. Die Evolution hat uns nicht den Mechanismus gegeben, an dieser Stelle erregt zu sein. Nur manchmal sind wir erregt, wenn tatsächlich dann plötzlich ein Wald stirbt oder ruiniert ist, oder wenn wirklich dann andere Menschen sterben durch vergiftete Flüsse. Aber wenn das dann weit genug entfernt ist, beruhigen wir uns da auch wieder. Wir können uns also an ganz bestimmte Sachen nicht richtig anpassen. Wir kriegen keinen Schrecken, wenn vor uns lautlos die Welt einfach zugrunde geht. Und das bedeutet natürlich, dass wir keine Angst kriegen vor dem Klimawandel. Der spielt sich lautlos vor unseren Augen ab, und uns stört das nicht. Also wir schreiben drüber, wir sind besorgt, aber es bewegt uns nicht. Es bewegt uns jedenfalls nicht so sehr wie ein verschossener Elfmeter in einem Fußballspiel, der unmittelbar unsere Emotionen betrifft. Wir erfahren auch in aller
Ruhe von der Überfischung der Ozeane, davon, dass bestimmte Regionen überhaupt keinen Nachschub mehr bilden, dass wir wirklich so überfischt sind, dass da gar keine Startbedingungen mehr existieren können. Und wir hören ununterbrochen von Ressourcenverschwendungen. Wir erfahren, dass wir viel zu viele Sachen kaufen und haben, die wir nicht gebrauchen. Es wurde mal eine Umfrage gemacht. Leute wurden gebeten, mal alle 10 Tage zu beobachten, welche von den Dingen, die sie in ihren Zimmern haben, auf dem Schreibtisch haben oder auf den Schränken haben, was sie davon eigentlich benutzen. Und die Antwort ist weniger als 5%. Das heißt, wir könnten 95% der Dinge, die wir haben, einfach zurückgeben, die Ressourcen eigentlich geschont haben. Aber das tun wir nicht und wir haben auch keine wirklich direkte Sorge, es bewegt uns auch nicht. Also wir verschwenden die Ressourcen, das stört uns nicht, wir lassen den Klimawandel zu, das stört uns nicht und wir betrachten, uns wundert nichts, dass die Ozeane überfischt werden. Wir haben ja auch ein Problem damit. Wenn uns jemand sagt, dass das Klimawandel, dass der Ozean gewissermaßen umkippt, dann suchen wir ja nach einem Schuldigen. Und wir suchen nach der Kausalität. Und der Schuldige muss sozusagen außerhalb von uns sein. Wir sehen die Kausalität nicht. Uns wird da irgendwas erzählt, aber sie findet langsam so vor unseren Augen statt, dass wir sie nicht wahrnehmen können. Wir wissen auch nicht, wie wir in die Zukunft hinein handeln sollen. Wir wissen doch nur, dass das Handeln in die Zukunft unsicher ist. Und jetzt soll ich gewissermaßen in die Zukunft handeln, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das sagt mir ja auch niemand. Es gibt keine Institution, die mir das sagt. Und die Versprechungen von sozusagen so diesen Gläubigen und Weisen, das sind alles leere Versprechen, von denen ich weiß, dass sie nicht umsetzbar sind. Und ich müsste, wenn ich jetzt gewissermaßen handle, ohne dass ich die Kausalität kenne, ohne dass ich einen Schuldigen kenne, auch noch für Fremde handeln, die ich ja nicht kenne, die mich persönlich nicht kennen und die für mich nichts tun. Wie soll ich das alles machen? Wir sind in eine Situation gekommen, wo wir eine Handlung vornehmen sollen, eine Handlung durchführen sollen, ohne dass wir die klassischen Motive für diese Handlung in uns vorfinden. Jetzt gibt es Vorschläge, wie man über solche Dinge wie man eventuell diese Probleme aufgreifen soll. Also eine einfachste Sache ist natürlich, dass man darauf hinweist, dass wir auf weniger Fleisch essen. Dann brauchte man weniger Rinder, die Rinder brauchten weniger Futter, dafür brauchte man weniger Anbaufläche. Das könnte dann in ganz anderer Weise in der dritten Welt genutzt werden. Wir wissen ja auch heute, dass die Produktion von Fleisch mehr Energie verbraucht, als sie uns letzten Endes bringt. Wir haben also das Gefühl, dass wir auf Fleisch verzichten sollten, aber irgendwie tun wir es nicht. Denn es scheint so zu sein, dass zu unserer evolutionären Geschichte erfolgreich der Übergang von der pflanzlichen zur fleischlichen Nahrung gehört, dass das in uns immer noch ein Bedürfnis ist und dass sozusagen ein anständiges Steak zu essen zum Grundbedürfnis von uns wird. Da sind wir einfach unbelehrbar, obwohl wir gelernt haben, dass das vom energetischen und vom ökologischen Standpunkt von der Bilanz her völlig unsinnig ist. Die andere Sache ist, dass wir längst vergessen haben, was wir eigentlich wollen. Und zum Beispiel nehmen wir mal den Rasenmäher. Wollen Sie wirklich einen Rasenmäher besitzen? Die Antwort heißt nein. Was Sie wollen, ist geschorenen Rasen. Sie wollen einen Rasen geschnitten haben. Oder Sie können auch fragen, wollen Sie wirklich ein Auto besitzen? Die Antwort ist nein. Sie wollen nur mobil sein. Ja, aber warum haben Sie denn ein Auto? Warum besorgen Sie sich nicht jemanden, der die Mobilität macht? Warum sorgen wir nicht dafür, dass die Mobilität zum Beispiel durch Carsharing versorgt wird oder dass gewissermaßen eine Wohnsiedlung einen Rasenmäher hat, der in der Mitte steht? Braucht jeder eine Waschmaschine? Sie wollen ja nicht eine Waschmaschine besitzen, sondern saubere Wäsche haben. Warum kann man das nicht so organisieren, dass gewissermaßen irgendwo gewaschen wird, irgendwer macht diesen Rasen und irgendwie sorgt für die Mobilität. Aber nicht jeder muss ein Auto haben, nicht jeder muss einen Rasenmäher haben. Aber trotzdem, wenn Sie das so denken, wissen Sie genau, dass Sie morgen die Industrie ruinieren. Denn die Industrie ist angelegt, dass wir immer mehr kaufen. Das ist ja das Wachstumsideal, was wir anstreben, und die Politik fördert das ja, weil es um die Arbeitsplätze geht. Also kaufen wir Sachen, die wir nicht wollen, von denen uns aber gesagt wird, dass wir sie brauchen. Und das, glaube ich eben, ist genau der wesentliche Punkt, der schief geht. Jetzt ist die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass wir mehr zur Nachhaltigkeit kommen? Die einzige Chance, die wir natürlich formal haben, ist an die Lernfähigkeit der Menschen doch noch zu appellieren, irgendwie sie ihnen zu sagen, dass sie sich nicht die richtigen Wünsche erfüllen. Nämlich, die wollen ja keine Waschmaschine besitzen, wie gesagt, sondern sie wollen saubere Wäsche haben. Sie wollen ja nicht ein Auto haben, sondern sie wollen ein bestimmtes Ziel erreichen in einer bestimmten Geschwindigkeit. Das kann man ja auch eventuell anders als über so ein kompliziertes Modell. Aber trotzdem, das muss man erstmal beigebracht bekommen. Da muss man etwas erlernen. Und wir müssen natürlich insgesamt in der Lage sein,
den Politikern, die wirklich nachhaltig denken und vorgehen wollen, zu glauben. Wir müssen sagen, dass die Politiker das richtige Ziel haben, wenn sie kurzfristige Vorteile zugunsten langfristiger Optionen opfern. Das geht aber nur, die Politiker werden das nur machen, wenn sie von uns dazu gezwungen werden. Und wir zwingen die Politiker nur dazu, wenn wir die entsprechenden Kenntnisse haben, wenn wir entsprechend gebildet sind. Also ich glaube, ein großes Programm in die Richtung ist ein Bildungsprogramm, das Nachhaltigkeit bei den Leuten nahe bringt. Es gibt dazu ein Programm, das heißt Mut zur Nachhaltigkeit. Das kann man im Internet finden unter der Adresse einer Stiftung, die sich Forum für Verantwortung nennt. Also Sie brauchen nur dieses Stichwort einzugeben und können das dann finden. Da gibt es ein Programm, das niemandem beibringen soll, sozusagen ärmlich und mühsam durchs Leben zu gehen, sondern nur zu überlegen, ob das, was er tatsächlich für sein Leben braucht, was sein Glück in seinem Leben ausmacht, wirklich die Wirtschaftswachstum notwendig ist. Also grundsätzlich müssen wir uns umstellen. Wir wissen, dass wir nur einen Planeten haben. Die Art, wie wir Ressourcen im Augenblick verbrauchen, wie wir die Energie verbrauchen, setzt mindestens einen zweiten Planeten voraus, den es auf keinen Fall geben kann. Und die Frage ist, wie können wir unseren Lebensstil umstellen? Die andere Frage ist natürlich, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss, ob wir, wenn wir durch die Kultur der Nachhaltigkeit, durch die Kultur des Wissens, durch die Kultur der Ökologie jetzt verstanden haben, dass wir mit Wachstumsbedingungen falsch orientieren, ob wir jetzt uns nicht etwas auf ein Benehmen auferlegen, das unserer Natur widerspricht. Dazu müssten wir natürlich genauer festlegen oder definieren, was die menschliche Natur ist. Und merkwürdigerweise ist es ja so, dass unser Schulsystem, unser ganzes Erziehungssystem die menschliche Natur dadurch definiert, dass sie analytisch, aufgeklärt und rational ist. Es gibt in der Schule, soweit ich informiert bin, soweit ich das erlebt habe, keine Erziehung zum Irrationalen, zum Ästhetischen, zum Träumerischen, zum Fantasievollen. In der Schule wird abgefragt, ob sie logisch denken können, ob sie systematisch denken können, ob sie rational vorgehen können, ob sie mathematisch sauber sind, ob sie sorgfältig, präzise planen können. Das ist alles richtig, das ist alles wichtig. Aber das ist eben nur die Betonung der quantitativen Seite. Wir brauchen noch eine ganz andere Betonung. Es gibt sozusagen eine qualitative, emotionale Seite des Menschen, die man eventuell fördern sollte. Da ist schon sehr früh in unserer Nachkriegszeit darauf hingewiesen worden. Vor allen Dingen weise ich auf die Bände oder Bücher des Basler Biologen Adolf Portmann hin, der 1949 einen wunderschönen Aufsatz über Biologisches zur ästhetischen Erziehung gesagt hat. Ästhetische Erziehung ist der Hinweis darauf, dass wir einen sinnlichen Zugang zur Natur finden sollten, um uns da auch mit der Natur besser verständigen zu können. Wir verstehen die Natur nicht dadurch, dass wir sie in Begriffe verwandeln, die wir dann in mathematische Formeln übersetzen, mit denen wir dann Technik bauen können, sondern Natur ist zunächst mal etwas, dem ich entgegentrete, an das ich erlebe, das ich empfinde, an dem ich etwas fühle. Und dann habe ich auch wahrscheinlich, wenn ich ein Gefühl für die Natur habe, eine Wahrnehmung von Natur, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mich anders zu entscheiden in ganz bestimmten Bedingungen. Dann komme ich wahrscheinlich auf einen besseren Umgang mit den Ozeanen, komme ich auf einen besseren Umgang mit den Ressourcen, komme ich auf einen besseren Umgang mit dem Klima, komme ich auf eine bessere Verwendung von Energie, komme ich auf eine bessere Produktion von Nahrungsmitteln. Also was ich glaube, dass wir Bildungsprogramme brauchen für Nachhaltigkeit und Bildungsprogramme in der Schule, die darauf hinweisen, dass Menschen eben nicht nur aufgeklärte, rationale Wesen sind, sondern auch emotionale, nennen wir es auch romantische Wesen, die sich sozusagen am Geheimnisvollen und vielleicht am Fantasievollen erfreuen. Und das ist übrigens dann wie immer bei solchen Sachen kein neuer Gedanke, sondern der stammt aus dem 19. Jahrhundert. Und er geht auf den Psychologen William James zurück. William James ist einer der ganz großen Denker der amerikanischen Philosophie, der im späten 19. Jahrhundert über die religiösen Erfahrungen geschrieben hat, der über die Grundzüge der Psychologie geschrieben hat, der die Philosophie des Pragmatismus erfunden hat. Die Frage nämlich, wie ich zu richtigen Entscheidungen komme in einer Welt, die voller Komplexität ist, die viel zu viel Informationen produziert, wo ich niemals rational und analytisch zu einer Lösung kommen kann, dann muss ich pragmatisch zur Lösung kommen. Das ist natürlich schon früher angedacht worden in den Aufsätzen von Immanuel Kant, der schon sehr früh gesehen hat, was natürlich heute auch klar ist, dass zum Beispiel ein Arzt niemals
die komplexe Krankheitssituation eines Patienten vollständig erfassen kann. Aber er muss trotzdem eine Lösung anbieten. Er muss ihm sagen, machen Sie das, also einen therapeutischen Vorschlag machen, nehmen Sie die Tablette, machen Sie diese Bewegungsübungen, machen Sie diese anderen gymnastischen Darbietungen. Aber jedenfalls, er muss dann eine pragmatische Lösung anbieten. Und bei William James ist die Frage, wie ich pragmatisch zu Lösungen kommen kann, wo ich die Welt eigentlich von vornherein gar nicht verstehen kann. Eine Welt, die voller statistischer und Informationen ist, eine Welt, die viel zu komplex ist von mir, verstandswendig, wo ich aber eine Entscheidung erwarte. Und William James hat schon 1880, 1890 darauf hingewiesen, dass man dann etwas anderes einsetzen muss als Rationalität. Und das andere nannte er Instinkt. Das ist jetzt ein Wort, das nicht unbedingt die großen Freudensprünge ausruft. Wir haben mit dem Instinkten immer Probleme. Aber gemeint ist natürlich, dass es etwas anderes ist als das, was ich rational, aufgeklärt, analytisch verstehe, sondern etwas, was ich durch Wahrnehmung, durch Ästhetik, durch gewissermaßen Einfühlung bekomme. Und die Grundidee bei James ist, wenn die Menschen flexibel bleiben wollen, wenn sie mit einer immer komplexer, auch technisch komplexer werdenden Welt fertig werden wollen, dann brauchen sie nicht weniger Instinkte, sondern mehr. Instinkt ist bei James, ich zitiere, ist die Fähigkeit, sich so zu verhalten, dass gewisse Ziele erreicht werden, ohne die Voraussicht dieser Ziele und ohne vorherige Erziehung dazu. Also wir müssen die Ziele nicht kennen, denn wir haben das allgemeine Ziel der Überlebensfähigkeit. Wir müssen auch nicht dazu ausgebildet worden sein, denn Ausbildung ist wieder ein analytisch-rationales Verfahren. Wir müssen uns mehr unseren Instinkten, also unseren natürlichen Gegebenheiten, die unabhängig von der Rationalität in uns existieren, zuwenden. Und natürlich nicht auf eine beliebige Weise, indem wir auf Rationalität verzichten. In dem Moment, wo wir auf Rationalität verzichten, geht die Gesellschaft unter. Aber wir müssen uns darüber auch klar sein, dass wenn wir ausschließlich auf Rationalität setzen, das genauso passieren kann. Wir müssen uns davon ausgehen, dass wir neben der Rationalität, neben dem Sachverstand auch noch etwas anderes benötigen, aber nicht beliebiges Geschwätz von irgendwelchen Showstars, sondern eine systematische, grundlegende, eher bewusst eingesetzte Einsetzen unserer Instinkte. Diese Instinkte können wir auch als kognitive Module bezeichnen und wir müssen sagen, dass wir mit ihnen tatsächlich ohne sie nicht zurechtkommen können. Wir wissen übrigens schon längst, dass die reine Rationalität mit der Wirklichkeit nicht fertig wird. Das ist jetzt zunächst mal nur erkenntnistheoretisch gemeint. Wir wissen schon längst, dass wir alle die Dinge, mit denen wir umgehen, wenn wir sie rein rational betrachten, letzten Endes widersprüchlich erfahren. Das Beispiel, was man immer wieder leicht anführen kann, ist das Verständnis von Licht. Licht ist, wenn es rational betrachtet wird, eine Welle und ein Teilchen zugleich und dadurch eben gerade nicht rational. Denn wenn etwas Welle und Teilchen ist, kann ich das rational nicht mehr fassen, sondern ich muss das in einer anderen Form fassen. Ich muss sozusagen ein Gefühl für das Geheimnisvolle des Lichtes entwickeln. Ich kann aber auch andere Fragen mir betrachten, die dann rational nicht gelöst werden können. Sie können zum Beispiel fragen, was Natur ist. Die Natur ist auf der einen Seite natürlich die Quelle, aus der ich komme. Das ist sozusagen die Mutternatur, die mich hervorgebracht hat. Auf der anderen Seite ist aber die Ressource, die ich ausnutze. Natur ist immer beides. Und wenn Sie nur rational fragen, dann kommen Sie immer in den Widerspruch, dass es entweder das ist, was Sie permanent schützen müssen oder das, was Sie permanent ausnutzen müssen. Und was davon jetzt wesentlich gemacht wird, das ist, hängt nicht mehr von Ihrer Rationalität ab, sondern von einer Emotionalität, von einer Zuwendung, von einer meinetwegen romantischen, instinkthaften Weise damit umzugehen. Oder es gibt beliebig viele Fragen des Verhaltens, die immer in jede Richtung beantwortet werden können, ohne dass man jemals zum Ergebnis kommt. In meiner Jugend war es zum Beispiel eine ganz spannende Frage, ob man die Menschen auf den Atomkrieg vorbereiten soll. Auf der einen Seite ist natürlich die Antwort ja, denn wenn es den Atomkrieg gibt, ist es besser, man ist darauf vorbereitet. Auf der anderen Seite ist natürlich die Antwort nein, denn vielleicht entsteht ja der Atomkrieg jetzt dadurch, dass man uns nicht darauf vorbereitet. Oder Sie können das bei einer ganz konkreten Überlegung, die mich betroffen hat, als ich jung war, geht man zur Bundeswehr oder geht man nicht zur Bundeswehr? In der Bundesrepublik hatte man ja die Chance des Verweigerns. Natürlich gibt es Argumente für die Bundeswehr, denn immerhin leben sie ja in einem schützenswerten Staat und irgendeiner muss den schützen. Aber auf der anderen Seite ist das Waffendienst und das würde dann eventuell ihre Gewissensfreiheit beeinträchtigen. Also was da richtig ist, das hat nichts mit Rationalität zu tun, sondern mit einer ganz anderen Ebene der Entscheidung. Und wir müssen diese Ebene der Entscheidung finden, nutzen und propagieren, ohne die rationale Ebene
aufzugeben. Die rationale Aufklärung, das rationale Vorgehen, das systematische, vom Logischen hergeleitete, verstandesmäßige Erfassen der Wirkliche erfasst eben das Ganze nicht. Wir sind immer noch unter dem Bann der antiken Idee, dass das Rationale das Gute ist. Was gewissermaßen der Mensch sich ausdenkt, kann nur das Gute sein. Wenn ich etwas Gutes will, dann kann nur das Gute dabei hervorkommen. Das hat aber schon Mephisto, also Goethes Teufel im Faust, richtig verstanden. Es kann ja sein, dass sie das Gute wollen und das Böse schaffen. Es kann auch umgekehrt sein, dass sie das Böse wollen und dabei das Gute schaffen. Nicht alles, was aus guter Absicht, aus guten Motiven gemacht wird, wirkt sich gut aus, sondern es kann gerade ins Gegenteil umschlagen. Das wissen wir. Insofern wissen wir, dass Rationalität das Gute und das Böse hervorbringen kann. Die Rationalität kann die Technik hervorbringen, in der wir uns wohlfühlen, die uns ein Medium und gibt und der uns gewissermaßen eine ganz neue Natur liefert, in der wir blendend operieren können. Die Rationalität kann natürlich auch die Atombombe hervorbringen und die Umweltzerstörung in Gang setzen. Also die Rationalität ist sowohl für das eine, also das Gute verantwortlich, als auch das Böse. Und es hat immer beabsichtigte und unbeabsichtigte Folgen. Und wie ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit der Atombombe um? Wie gehen wir mit der Umweltzerstörung um? Tatsächlich sind die ersten Bemühungen damals gewesen, als die Atombombe gab, das wieder durch Rationalität zu machen. Das berühmte Buch von Karl Jaspers über die Atombombe und die Zukunft des Menschen ist der Versuch zu sagen, dass die Atombombe ein Werk des Verstandes ist und jetzt die Vernunft dafür sorgen muss, dass diese Atombombe richtig eingesetzt werden könnte. Das ist aber nicht passiert. Wir wissen genau, dass die Verführung zu groß ist, dass die Vernunft an dieser Stelle sehr wenig zu sagen hat. Wir wissen ja auch gar nicht, aus welchen Quellen die Vernunft dann ihre Argumente schöpfen soll, ihre moralischen Qualitäten gewinnen soll, um bestimmte Einsätze und Anwendungen zu verhandeln. Und damals in den 50er Jahren, als der Versuch wurde, die Atombombe in den Griff des Menschen zu bekommen, als versucht wurde, also auch die ersten Umweltschäden erkennbar wurden und gemerkt war, dass der Zugriff des Menschen durch seine technischen Qualitäten auf die Natur auch eine dunkle Seite nach sich zieht, hat ein Physiker, der meiner Ansicht nach viel zu wenig bekannt ist, schon den Hinweis gegeben, wie man damit umgehen kann. Das ist Wolfgang Pauli, der von 1900 bis 1958 gelebt hat, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist und der immer darauf hingewiesen hat, dass es zu jeder Lichtseite eine Schattenseite gibt. Zu jeder Rationalität gibt es auch gewissermaßen die Gegenbewegung, die dazugehört, wenn wir den Begriff des Ganzen, in dem wir operieren, ernst nehmen. Und er hat gesagt, dass dem naturwissenschaftlichen Zeitalter in einem zunehmenden Maße, er nennt das die geistige Kritik, abhanden gekommen ist. Es ist gewissermaßen der Intellekt, also die Rationalität bemächtigt sich der Natur und verletzt auf diese Weise das Seelische, was da auch darin steckt. Ich zitiere Pauli aus einem Brief aus dem Jahr 1955. Da nun der traditionelle Geist, den wir kennen, sich mit Machtstreben vergiftet hat, so muss uns geistige Erkenntnis von einem Ort zuströmen, dem die Naturwissenschaft von vornherein jede Bedeutung abspricht, nämlich aus der Natur selbst, aus der Erde, aus ihrer anscheinenden Ungeistigkeit. Nur eine instinktive Weisheit kann die Menschen vor den Gefahren der Atombombe retten. Und ich glaube, dass das der Fall ist. Wir können nicht damit darauf vertrauen, dass uns irgendein rationales System erklärt, wie wir die Atombombe einzusetzen haben oder nicht. Wir müssen andere Quellen und das heranziehen. Das ist eben nicht, es ist vielleicht die Natur selbst oder die Erde, ein Erleben der Erde, ein Wahrnehmen der Erde. Der Gedanke ist ja auch aufgekommen, dass das tatsächlich so ein lebendiges Gesamtsystem ist, das man Gaia nennt. Aus dem heraus wir versuchen müssen, unsere Zukunft auch dann zu gestalten. Wir müssen eine Balance in unserem Denken finden zwischen der Rationalität, die wir beherrschen, die Rationalität, die wir lehren können, die Rationalität, die uns die Technik erlaubt und dem instinktiven, emotionalen, seelischen, mit dem wir auch verhaftet sind. Wir müssen, glaube ich, das ist das Wesentliche, eine Balance finden. Wir können auch an dieser Stelle die Unbelehrbarkeit überwinden.
Denn belehrbare Lernfähigkeit ist das, was wir rational produzieren. Wir haben dafür die ganzen Institutionen, die Schulen gemacht werden, ununterbrochen auf ganz bestimmte systematisch durch statistische Tabellen hinterlegte Erkenntnisse getrimmt. Und wir haben so das Gefühl, dass wenn wir das nur systematisch und lang genug machen, wenn wir nur genug Experten dazu Rate ziehen, die uns alle Daten liefern, dann wird irgendwann mal die richtige Lösung herausfallen. Das ist aber schon längst nicht mehr Praxis. Und irgendwann haben die großen Unternehmensführer, die Manager auch den Mut gehabt zu sagen, dass sie die ganzen Informationen gar nicht mehr verarbeiten können. Und dann wurde so gesagt, dass sie aus dem Bauch heraus entscheiden. Das ist ja genau das. Eine Bauchentscheidung ist eine instinktive Entscheidung, die etwas gewissermaßen mit einem Wahrnehmungsvermögen zu tun hat, die sich an instinktive Weisheiten, die aus einer anderen Quelle kommen, halten. Und ich vermute, dass man gut beraten ist, bei solchen Bauchentscheidungen, solche Bauchentscheidungen zu machen, denn rational ist das zu komplex, um die Entscheidung zu treffen. Die Evolution hat uns auf diese Komplexität nicht vorbereiten können, aber wir haben diese Fähigkeit des Bauchentscheidens oder der einfachen Zugänglichkeit, indem wir uns natürlich einlassen auf das, was wir entscheiden müssen, und das nicht einfach als abstrakte Größe wahrnehmen. Und wenn wir die Zukunft, die wir gestalten wollen, heute so formulieren, dass wir tatsächlich uns dadurch gepackt fühlen, dass unser Instinkt anspricht, dass unsere Emotionalität wirksam wird, dann sprechen wir nicht mehr von einer abstrakten Zukunft im Sinne von dem Jahre 2050 oder dem Jahre 2100, sondern dann nennen wir diese Zukunft plötzlich die Welt der Enkel, die Welt unserer Kinder und Kindeskinder. Und dann wird sie anschaulich, dann packt sie uns, dann wird sie erlebbar, dann wird sie etwas für uns als Aufgabe. Und plötzlich haben wir das Gefühl, dass wir da jemanden sehen, der lebt. Und wir wollen, dass dieser, der da lebt, dieselben Möglichkeiten hat, wie wir sie hatten. Und plötzlich nehmen wir den Unterschied zwischen dem Individuum, das in der Zukunft lebt, unserem Enkel und uns wahr. Und dann diese Wahrnehmung von individuellen Unterschieden ist die Quelle von moralischen Verhaltensweisen, die aber jetzt nicht über irgendeine rationale Ableitung von gegebenen Ressourcenmengen kommt, sondern einfach nur aus dem erlebnishaften Beschreiben der Zukunft. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle eben abweichen sollten von der traditionellen, rationalen, logischen, systematischen, westlich-abendländischen Kulturentscheidungstheorie, sondern auf die andere zurückführen, die wir auch schon von Anfang an hatten und unterdrückt haben. Es gibt so wunderschöne Sätze über die zweigeteilte Natur des Menschen, die neben dem Kopf auch immer noch das Herz sieht. Wir hatten so eben den Bauch genannt, aber Herz ist wahrscheinlich der schönere Ausdruck. Es gibt von dem französischen Philosophen Blaise Pascal diesen schönen Satz, dass das Herz seine Gründe hat, von denen der Verstand nichts weiß. Und ich denke, das Herz wird die Gründe kennen, wie es bestimmte Handlungen ausführt, ohne den Verstand darüber zu informieren, um die Zukunft so zu gestalten, dass die Enkel genauso am Leben partizipieren können, wie wir das getan haben. Wir können mit dem Herzen auch verstehen. Wir können wahrscheinlich sogar mit die Komplexität dadurch besser verstehen, was wir gar nicht erst versuchen, sie im Detail aufzuschlüsseln, sondern dass wir versuchen lassen, sie auf uns zu wirken, auf unsere ganze psychische Funktionsfähigkeit wirken zu lassen, sozusagen mit dem Herzen zu erfassen. Und ich denke, dass wir letzten Endes fühlende Menschen sind, die mit dem Herzen besser verstehen, was zurzeit passiert ist, und dann aus dem Bauch heraus auch die Entscheidungen treffen können. Dann würde eventuell die Unbelehrbarkeit überwunden und wir nehmen die Lernfähigkeit, auch die Behandelbarkeit der Zukunft gewinnen können.